Algorithmus, das sogenannte Einfügungssortieren oder Insertion Sort. Wir haben ja bereits in einem anderen Video das Auswahlsortieren gemacht oder kurz erklärt, wo es darum geht, immer das kleinste Element im bestehenden Array zu suchen und an die nächste Stelle zu sortieren. Beim Einfügesortieren ist das ein bisschen anders. Da suchen wir nicht immer das kleinste Element, sondern wir gehen davon aus, dass die erste Stelle, zweite Stelle und so weiter immer gleich richtig sortiert ist. Also wir gehen das Element durch und oder das Array durch und versuchen das immer entsprechend sortiert darzustellen. Okay, sehen wir uns gleich an, wie das funktioniert. Wir haben auch hier wieder ein unsortiertes Array mit entsprechenden Werten. Hier das gleiche wie letztes Mal. Dann sieht man vielleicht auch gleich, wie die Algorithmen hier unterschiedlich arbeiten. Als erstes gehen wir davon aus, die erste Stelle ist bereits sortiert. Ja, also die 2 sollte bereits an der richtigen Stelle stehen. Und wir sehen uns jetzt das nächste Element an, also die 5. Der Algorithmus funktioniert nun so, dass verglichen wird, ob die 5 größer ist als das vorhergehende Element, also die 2. Das ist in dem Fall korrekt und aus diesem Grund wird die 5 auch dort belassen, wo sie ist. Und wir sagen auch, die 5 ist bereits sortiert. Wir sehen uns das nächste Element an. Also 2 und 5 sind bereits. Wir sehen uns die Zahl 1 an. Die Zahl 1 wird verglichen mit dem Vorgänger. 1 ist kleiner als die 5, also muss die 1 an die richtige Stelle eingefügt werden. Daher auch der Name Einfüge sortieren. Also die Zahl 1 muss richtig einsortiert werden. Dazu nehmen wir die 1 raus. Wir vergleichen es mit der entsprechenden 5, beziehungsweise das haben wir schon gemacht und wissen jetzt, die 5 muss verschoben werden an die entsprechende Stelle. Wir vergleichen die 1 aber jetzt auch mit dem nächst vorhergehenden Element, also mit dem nächsten Vorgänger und vergleichen die 1 auch mit der 2. Und da auch die 2 größer ist als die 1, muss auch die 2 entsprechend verschoben werden. Wir sind zu Beginn des Arrays angekommen und können nicht weiter verschieben. Demnach muss die 1 jetzt dort hineingeschoben werden. Also 1, 2, 5 sind nun als vorerst sortiert zu betrachten. Wir sehen uns die nächste Zahl an, die 9. Die 9 ist größer als der Vorgänger. Demnach passt die soweit und wir bleiben bei der 9, wo wir gerade sind. Wir sehen uns das nächste Element an, die 4. Die 4 ist kleiner als der Vorgänger, also als die 9. Wir müssen die 4 nach vorne schieben. Also die 4 kurz rausgenommen, die 9 an die richtige Stelle geschoben, wieder mit dem nächsten Vorgänger verglichen mit der Zahl 5. Auch die 5 ist größer als die Zahl, die wir uns gerade ansehen, also muss auch diese verschoben werden. Und dann können wir nach dem Vergleich mit der 2. Ja, wir müssen ja wissen, dass wir jetzt fertig sind. Also wird die 4 auch noch mit der 2 verglichen. Die 4 ist aber größer als die 2. Demnach bleibt die 4 jetzt dort, wo sie ist. Okay. Nun die nächste Zahl, die 5. Die 5 ist kleiner als ihr Vorgänger, als die 9. Demnach muss die 5 an die richtige Stelle positioniert werden. Die 5 rausgenommen, die 9 an die entsprechende Stelle verschoben. Die 5 wieder mit dem Vorgänger verglichen, mit der weiteren 5. Diese ist jetzt nicht mehr kleiner, demnach sind wir mit dieser 5 fertig. Ja, das Array ist schon fast durchsortiert, es sind noch 4 Zahlen. Machen wir es der Vollständigkeit halber fertig. Aber ich glaube, den Algorithmus habt ihr soweit schon verstanden. Okay, also die nächste Zahl 8. 8 ist kleiner als der Vorgänger, demnach muss die 8 verschoben werden, ansonsten wäre sie einfach geblieben, wo sie ist. Und das heißt, wir nehmen die 8 wieder raus, wir verschieben die 9 entsprechend und fügen die 8 an die richtige Stelle ein. So, jetzt kommt eine weitere Zahl, die 3. Die 3 ist, bei der 3 tut sich etwas mehr, die muss ziemlich weit nach vorne hin. Weiß der Algorithmus aber jetzt noch nicht, sondern er sagt, okay, 3 ist kleiner als der Vorgänger, also raus mit der 3, Vergleich mit der 9, dann mit der 8, dann mit der 5, dann mit der nächsten 5 und mit der 4, zum Schluss noch mit der 2. Dadurch wissen wir, an welche Stelle wir müssen. Wir schieben die einzelnen Elemente nach rechts, wie bereits vorher immer wieder, und wissen jetzt, dass die 3
An diese Stelle gehört und schieben Sie dorthin. Noch mit der 6, das gleiche Spiel und auch noch mit der 7. Und dann haben wir unser Array schlussendlich sortiert. Was man hier vielleicht schon sieht, der Computer hat relativ wenig Arbeit, wenn die Zahlen bereits in der richtigen Reihenfolge vorhanden sind, also wenn sie teilweise oder vollständig bereits sortiert sind, auch in Teilsequenzen, dann ist relativ wenig zu tun. Wenn eine sehr kleine Zahl eher am Ende steht, dann gibt es relativ viel zu sortieren. Das haben wir bei der 3 gesehen. Hier haben wir viel, viel mehr Elemente verschieben müssen als ansonsten. Manchmal, gerade zu Beginn war das mit der 2, mit der 5, aber auch mittendrin einmal, hatten wir gar keine Elemente zu verschieben, haben wir einfach nur verglichen mit dem Vorgänger. Und das heißt, bei teilsortierten Arrays ist der Algorithmus sehr, sehr schnell oder relativ schnell. Man könnte jetzt sagen, der Algorithmus funktioniert so, man geht jedes Element im Array durch, wobei wir nicht beim ersten, sondern beim zweiten Element beginnen und vergleichen es mit dem Vorgänger. Wenn es größer ist als der Vorgänger, dann lassen wir alles wie gehabt und wir gehen zum nächsten. Wenn es allerdings kleiner ist wie der Vorgänger, dann tauschen wir so lange mit den entsprechenden Vorgängern, bis wir einen erwischen, der nicht mehr kleiner ist als das aktuelle Element und fügen es dann an die entsprechende Stelle ein, wie wir hier in der Animation kurz gesehen haben. Bereits kurz erklärt, grundsätzlich ist der Algorithmus relativ schnell, wenn Elemente bereits oder wenn das Array annähernd sortiert ist. Grundsätzlich hat er eher quadratische Laufzeit, weil wir im Worst Case in diesem Fall nicht ein teilweise sortiertes Array besitzen, sondern ein genau aufsteigendes oder absteigendes Array und wir wollen sozusagen in die andere Richtung sortiert haben. Dann müssen wir immer alle Elemente verschieben, dann sind wir entsprechend bei einer quadratischen Laufzeit. Quadratische Laufzeit heißt, ist das Array doppelt so lange oder doppelt so groß, dauert es viermal so lange. Ähnliche Laufzeit sozusagen als beim Auswahlsortieren, den wir uns bereits angesehen haben. Okay, soweit zum Einfügesortieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Viel Spaß beim Nachprogrammieren und wenn ihr weitere Sortieralgorithmen wollt oder andere Informationen, dann schreibt es in die Kommentare. Sei es ein, was weiß ich, Heapsort, Radixsort, Meshsort, Quicksort. Es gibt ja so viele davon. Also in diesem Sinne, viel Spaß. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.